Ich bin einer der Leute, die euch S21 eingebrockt haben. Ex-Bahnchef Ludewig hatte das Projekt in den 90er Jahren gestoppt und wurde deshalb durch mich ersetzt. Ich hätte dieses Projekt gern weiter begleitet, dann aber leider 2009 über eine Datenaffäre gestolpert, die ein Ermittlungsverfahren gegen mich zur Folge hatte. Dieses wurde dann aber im Jahr 2010 durch die Berliner Staatsanwaltschaft eingestellt. Ich war da aber schon zurückgetreten. Kopfbahnhöfe gibt es nur in Paris, weil es westlich von Paris keine Menschen mehr gibt. Nur noch Kühe und Atlantik. Deshalb brauchen wir Stuttgart 21. Mit meinen Kumpels aus Politik und Mafia habe ich am 1.2.2010 noch schnell die Prellbrock-Anhebung gefeiert und mich dann auch bereits am 10.2.2010 sicherheitshalber in Richtung Brüssel verabschiedet. Inzwischen war ja öffentlich geworden, dass meine Lebensgefährtin Friederike Bayer Mitglied im Vorstand des Immobilieninvestors ECE war, die von Stuttgart 21 erheblich profitiert. Stefan Mappus, ich war der schnellste Ministerpräsident Baden-Württembergs. So schnell wie ich da war, war ich auch wieder weg. Dabei hätte ich Stuttgart 21 so gern fertig gebaut, mit Nomi, Wasserwerfer, Schlagstück und Pfefferspray. Am 30.09.10 hat es doch super funktioniert. Da sind sie in China oder in Türkei auch nicht besser. Bloß das hat es mir die Wahl gar nicht begriffen. Mein Name ist Tanja Gönner. Die Zeit als Ministerin für Umwelt und Verkehr in Baden-Württemberg war für mich sehr erfolgreich. Die ENBW hat mich zu Fußballspielen eingeladen. Und für meine Immobilienfreunde bei der ECE, in der ich ebenfalls verbandelt war, war auch einiges möglich. Leider hat der Stefan mit seinem schwarzen Donnerstag alles vermasselt und zog mich bei der Wahl 2011 mit runter in die Bedeutungslosigkeit. Mein Name ist Peter Ramsauer. Von 2009 bis 2013 war ich Bundesverkehrsminister und habe in dieser Eigenschaft alle nur möglichen Ausnahmegenehmigungen für Stuttgart 21 unterschrieben, um mich bei der Kanzlerin einzuschleimen. Geholfen hat es mir aber nicht. Am 14. Dezember 2013 teilte mir Horst Seehofer mit, dass es im Kabinett Merkel keinen Ministerposten für mich gibt. Mein Name ist Professor Dr. Dr. Utz Helmut Feld. Als Wunschkandidat des damaligen Verkehrsministers Ramsauer wurde ich am 10.03.2010 an die Spitze des Aufsichtsrates der DB gewählt. In Stuttgart hielt ich im Mai 2017 einen Vortrag zum Thema innovatorisches Scheitern. Dabei versuchte ich, das Thema Stuttgart 21 nicht anzusprechen, was mir aber nicht gelang. Allgemein erklärte ich das Scheitern von Innovationen mit falscher Einschätzung des Marktes, mangelnder Bereitschaft der Kunden für die Übernahme von Risiken und Fokussierung auf den falschen Markt. Allerdings bestand ich darauf, dass Stuttgart 21 kein Beispiel für Scheitern sei. Zur Wirtschaftlichkeit des Projektes sage ich nichts. Und für die explodierenden Kosten mache ich Grubes Vorgänger Medorn verantwortlich. So umdrehen. Außerdem kann ich ja nicht alle Details wissen, aber nun macht mich die Bundesregierung für den Abgang Rüdiger Grubes verantwortlich und die Probleme mit Stuttgart 21 sitzen mir im Nacken. Deshalb habe ich mich entschlossen, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zum Ende dieses Monats niederzulegen. So, mach ich dann. Yeah. Stuttgart 21 hat mit seinen Kostensteigerungen und technischen Problemen schon lange Kopfzerbrechen bereitet. Da kam es mir gerade recht, dass die Bundesregierung wegen der Verlängerung meines Vertrages herumzickte. So konnte ich mich aus der Affäre ziehen, ohne dass ich mit Stuttgart 21 in Verbindung gebracht wurde. Dr. Volker Käfer.
Von 2009 bis Ende 2060 war ich Vorstand für Technik bei der BB AG. Als gelernter Techniker habe ich natürlich gewusst, dass Stuttgart 21 ein einziger großer Schwindel ist und es nur um die Interessen der Immobilienbranche geht. Dennoch verkaufte ich das Projekt über viele Jahre als fortschrittlich und zukunftsweisend. Erst als selbst der Bundesrechnungshof und sogar unsere eigenen, von uns bezahlten Gutachter feststellten, dass das Projekt unheimlich teuer würde und unzählige Risiken berge, entschied ich mich, den schwarzen Peter anderen zuzuschieben und das Unternehmen zu verlassen. Ich bin der Alexander Dobrindt, ich bin zwar nicht der Hellste, aber es macht ja nichts. Als Bundesverkehrsminister hatte ich mir viel vorgenommen. Meine Lieblingsprojekte war die Einführung der Pkw-Maut, wofür ich viel Kritik aus der EU erntete, so ein Blödsinn. Selbst der Europäische Gerichtshof wollte dagegen klagen, die spinne doch. Nun soll die Maut vielleicht 2019 starten, aber leider ohne mich, auch in Bayern leider. Weiterhin wollte ich in meiner Amtszeit den BRR fertigstellen, schnelles Internet ausbauen und die Elbe im Hafen vertiefen. Autobahnen und Stromtrassen bauen und natürlich Stuttgart 21 pünktlich 2021 und ohne weitere Kostenerhöhung abschließen. Nichts davon habe ich geschafft. Naja, kein Wunder. Ich war auch schon froh, dass mich der Horst Heim nach Bayern geholt hat. Und da will mir aber auch keiner. Schon in meiner Jugend lernte ich als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was Demokratie ist und habe das bis heute nicht vergessen. Stuttgart 21 ist demokratisch legitimiert, auch wenn ich inzwischen weiß, dass die Sache schiefgelaufen ist. Mein damaliger Kanzleramtsminister Pofalla und meine Parteifreunde aus Baden-Württemberg, Herr Kauder, Herr Oettinger und andere, haben mich auf dieses Pferd gesetzt. Ich habe es dann auch geritten und mich ziemlich in den Nesseln gesetzt mit meinem Spruch, an Stuttgart 21 hänge die Investitionsfähigkeit Deutschlands. Das stimmt zwar, aber wie man sieht, gerade umgekehrt. Jetzt versuche ich erstmal, die Sache auf das komplizierte Planungsrecht zu schieben. Aber auch mir ist klar, wie bei Fukushima, irgendwann muss ich raus aus der Nummer. Weil ich aber demokratisch entschieden habe, dass S21 gebaut werden muss, dulde ich keinen Widerspruch. Erst wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, werde ich das sinkende Schiff verlassen. Oh je, jetzt wird es aber Zeit. Egal. Die anderen kochen auch bloß mit Wasser.